wieder gegönnt. Heute kein Sponsor-Waffenvideo oder dergleichen. Heute kommt eine Weltpremiere. Ich sage Weltpremiere, weil es wirklich eine Weltpremiere ist. Erstmal grüße ich halt den Hajo von Ram24Shop, dass er diese Sache möglich gemacht hat. Ja, finde ich echt geil und ist auch echt cool, was er da auf die Beine gestellt hat. Immer weiter so, Hajo. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein, irgendwann mal. Aber die Sache, die du da entwickelt hast, und ja, die ist schon nicht schlecht. Ich sag dazu noch, diese Sache, die ich jetzt euch zeigen werde, ist exklusiv. Gibt es nur beim Ram 24 Shop. Und die ganze Sache ist richtig klein aufgelegt. Also es gibt nur eine kleine Stückzahl davon. Wenn die weg sind, sind die weg. Dann gibt es auch nichts mehr erstmal. Man überlegt noch bei Ram, oder der Hai überlegt noch, ob er halt das dann weitermacht. Also noch mehr produziert, wenn das gut anläuft, denke ich mal, dann kommen noch ein paar dazu. Wenn nicht, wird das halt ein exklusives Teil bleiben. Ich bin froh, dass ich eins noch bekommen habe. Kostet 229 Euro und ein paar Munitionsdinge habe ich noch dazu bestellt, ein Kaliber 43, das sind die Powders, die neuen, und die habe ich mir noch dazu bestellt. Also liegen wir hier dann bei 250 Euro rund, ja. Genau. Ich zeige euch mal, worum es geht. Ich halte das mal hier so hoch. Oh, voilà. Ist ein bisschen schwierig in der Kaffeetasse. Genau, es geht hier um diesen Colt SAA. Jetzt werden viele sagen, den kenne ich doch schon. Das ist doch die Diabolo-Version oder die BB-Version 4,5 mm. Ja, der Karton ist davon. Aber wir haben hier einen komplett neuwertigen, überarbeiteten Revolver hier in der Verpackung. Ja, also die Außenpackung stimmt halt nicht mehr. Ja, weil hier steht nämlich noch drauf, Kaliber 4,5 mm Diabolo. Ja, das ihr so seht, ich drehe euch das mal so hin. Ja, also die Verpackung ist gleich geblieben. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man halt vielleicht irgendwie einen Koffer dazu gelegt hätte, ja, aber wie gesagt, ist halt jetzt nicht so. Jetzt haben wir diese coole Verpackung immer noch, ja, also da hat sich dran nichts geändert. So, jetzt lege ich mal meine Kaffeetasse weg, packen wir das mal aus. Ihr seht da halt noch drauf vom Ramshop, wo die Waffe herkommt, na, oder wo ich sie gekauft habe. FM Pentagon, weil die Waffen mussten auch nochmal, wie gesagt, nochmal zur PTP nochmal geprüft werden, weil das hier ein Umbau ist. Ich zeige euch den jetzt mal, den Revolver, ich hole den jetzt mal raus und dann gehen wir halt auf den Tisch, dann kann ich euch das besser zeigen. Genau. So, hier ist der Revolver, den werdet ihr ja schon alle kennen. Ja, das ist der Chrom-Finish-Revolver mit diesen Elfenbein-Griffschalen. Die Elfenbein-Griffschalen halt, sind halt Plastikdinger, ne? Werde ich dann euch nochmal dazu dann was sagen, auf dem Tisch. Genau, so ist der Revolver. Es gibt diesen Revolver bei den Ram oder bei den lieben Hajo in drei Versionen von den Umbauten. Einmal die, die ich jetzt hier habe, dann Antique-Finish und wie gesagt, den Blue Revolver. Der Blue war noch nicht zur Verfügung, der ist noch in der Mache, der kommt aber jetzt demnächst und der Antique war, glaube ich, auch nicht da Ablager. Nur der Nickel war Ablager da, aber ich finde den Nickel am coolsten. Ich hatte diesen mal als Custom Edition, habe ich nicht mehr. Der hatte eine goldene Trommel und halt ein bisschen schickere Griffschalen. Habe ich nicht mehr gehabt, waren 4,5 mm, ja, war nicht so meins halt, ja, also fand ich nicht so cool. Also der Revolver, ja, von der Verarbeitung ist einer der besten Revolver, den Omarex hergestellt hat, ja, von
auch von der Dings, von der Verarbeitung. Und ja, deswegen habe ich mir nochmal den Nickel gekauft. Jetzt ein 43er Kaliber. Ich drehe euch das mal jetzt. So sieht er ja aus wie ein normaler 4,5er. Aber hier seht ihr schon den brachialen Lauf. Ja. Und ja, genau. Und das Coolste an der ganzen Sache ist noch, dass man jetzt auch die Trommel schön wie ein Original Western Revolver drehen kann. Ja, und das hört sich auch alles richtig cool an. Gut, dann gehen wir jetzt auf den Tisch und dann zeige ich euch den mal im Detail und im Nahen. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf dem Tisch mit dem guten Revolver. Ihr seht ja, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang des Videos gesagt, die Verpackung ist gleich geblieben. Ja, hier steht noch CO2 BB Airgun. Ja, ist aber hier nicht mehr drinne. Totalumbau. Hammergeile Scheiße, auf jeden Fall. Genau, dann packen wir das Ding mal aus. Oder ich zeige euch erstmal die Munition, die ich mir neu zugestellt habe. Das sind halt diese 43er Kaliber Taudas, die neuen. Ja. Upsala. Die sehen dann so aus. Das sind die neuen. Ja, es gab es mal halt auch welche, die man halt selber kaufen konnte und dann selber füllen konnte und selber verkleben konnte. Das sind jetzt hier neue, die schon verklebt sind mit einem coolen Effektpuder drinne. Und dann, wenn das Ding aufschlägt, dann haben wir eine schöne Rauchentwicklung. Wie gesagt, finde ich echt geil. Ja, 100 Stück kosten bei den lieben Hajo 24 Euro. Das ist meiner Meinung nach, wenn die ihren Job tun, diese Geschosse, nicht teuer. Ja. Ja, also das ist halt, wie gesagt, sind die Powders. Und die kann man halt auch für andere RAM-Waffen benutzen, zum Beispiel für die PPQ, ja, Walther PPQ, die neue von Umarex, könnte man die Dinger hier auch gut verwenden. Ja, sozusagen. Genau, die habe ich mir noch dazu gekauft, weil alle anderen Munitionsarten von 43 habe ich hier noch rumliegen. Die wollte ich mir mal bestellen, mal um zu sehen, wie gut die sind. Genau. So. Dann packen wir das Ding jetzt mal hier aus. Zack. Leg das mal hier beiseite. Dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung. Ja. Ist auch nichts Aufwendiges. Die Bedienungsanleitung kennt ihr ja schon. Werde ich jetzt nicht näher weiter drauf eingehen. Genau. So. Aber ich werde die Bedienungsanleitung nochmal ansprechen, weil dieser Revolver in der 4,5 mm Variante, der hatte 3 Joule. Werde ich dazu nachher nochmal was sagen, wie viel dann der hat, der Umbau, weil der hat ein bisschen mehr Leistung. Genau. Ja, werde ich nachher nochmal drauf eingehen und halt, wie gesagt, dann auch nochmal gucken, der normale Diabolo-Revolver, der hatte 867 Gramm war der schwer. Wir gucken mal, ob durch diesen Laufveränderung, Trommelveränderung, Original Messinghülsen vom scharfen Modell, ob da das Gewicht ein bisschen hochgegangen ist. Ja? 867 Gramm hat der, wie gesagt, gewogen in der Diabolo-Version oder BB-Version. Okay, gehen wir später nochmal drauf ein. So, dann haben wir hier das schöne Schmuckstück. Ja? Hier ist der schöne Revolver, funkelt und blinkt, man kann sich halt da drin auch die Zähne putzen. Ja. Das würde echt cool kommen, ja, wenn man mal kein Spiegel zur Hand hat, weil wie gesagt, da kann man sich wirklich drin selber sehen. Ja. Seht ihr ja, ich habe heute ein orangenes T-Shirt an. Genau. So, dieser Revolver wurde total umgebaut von den guten Hajo. Der hat da echt lange für gebraucht, um das Teil überhaupt umzubauen. Ja. Er hat auch schon ein Video rausgebracht, könnt ihr euch auch mal angucken. Wie gesagt, der Umbau war an dieser Waffe halt, die Innenteile hat er umgebaut. Ja. Der Außenlauf
komplett ein neuer Lauf rein, 43er Kaliberlauf. Und die Trommel wurde halt auch für 43er Kaliber angepasst. Ja? Also auch nochmal umgebaut. Und was halt leider immer bei den Revolver halt für den ersten Eindruck oder die Optik halt ein bisschen versaut, ist dann der Hahn hier, weil der hier nicht ganz bündig abschließt. Aber das ist wegen der CO2-Kapsel geschuldet, wegen dem Ventil. Das geht halt nicht anders. Ne? Deswegen halt haben wir hier immer noch die Lücke, aber das ist ja egal, das kennen wir ja halt schon. Genau. Und halt hier unten noch die Sicherung. Ja? Hat der Schafe auch nicht, aber kennt er ja auch schon. Genau. Hier kommt dann die CO2-Kapsel rein. Brauche ich euch auch nicht mehr zu sagen, weil ihr kennt diesen Revolver schon. Genau. So. Dann hat er die Markings sind hier alle noch drauf, ne? So wie ihr das kennt. Hier Colt. Hier hat er das weggeX. Also hier ist ein XXXXX. Und hier ist dann noch ein S für Stahl-BBs und das F im Pentagon mit einer eigenen Seriennummer wieder. Ne? Eigenständigen. Genau. Die Waffe ist komplett auch legal in Deutschland. Ja? Sonst wäre ja kein F drauf und so weiter und so fort. Dann haben wir hier von Solid Core, das war nämlich der, der das auch umbaut, die Firma. Und dann haben wir, ich kann das hier, und dann hier Kaliber 43, wenn ihr das lesen könnt, das spiegelt alles so. Genau, hier Solid Core, Kaliber 43. Genau. Und wenn ich das euch jetzt mal hier so rumzeige, das ist echt krass, ne? Also diese Mündung hier. Hier ist ein komplett neuer Lauf drinne, ne? Und das sieht schon echt rattenscharf aus, wenn man da reinguckt, weil, wie gesagt, das sieht wirklich aus wie ein scharfes Modell, ja, sozusagen. Also das sieht echt top aus, ja, also die Laufmündung schon allein, ja. Genau. Dann haben wir halt hier die Powder schon drinne. Ich habe die Hülsen sind auch schon drinne. Wie gesagt, seht ihr ja, ne? Die sind schon drinne, seht ihr ja hier. Genau. Und wenn ihr halt zack, dann könnt ihr ja, dann dreht sich die Trommel. Genau, könnt ihr hier aufmachen und dann könnt ihr halt die Hülsen, die haben sich auch verändert. Zeige ich euch mal, das sind Original-Messinghülsen vom scharfen Revolver. Ja. Die wurden auch umgebaut, ja, mit Maschine teilweise, aber auch sehr viel mit Hand angepasst, diese Teile. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das alles hier harmoniert, wurde hier echt ein Aufwand betrieben. Ja. Die gibt es halt auch bei Hajo zu kaufen im Shop. Diese Teile kosten 6 Stück 24 Euro. Aber diese 24 Euro bin ich dann meinem Sinn gerechtfertigt, weil hier steckt jede Menge Liebe und Arbeit drin. Also wie auch in den Revolver. Ja. Sozusagen. Und der Revolver mit 229 Euro ist nicht teuer. Weil, wie gesagt, wenn der nicht mehr produziert wird, ich habe mit Hajo schon gesprochen, dann ist das ein Einzelstück, Liebhaberstück, Vitrinenstück. Und ja, vielleicht steigt er auch irgendwann nochmal im Wert. Kann ja auch mal sein. Ne? Genau. So, dann ist hier ein Powder drin. Ja, seht ihr ja hier schon. Und die Original-Messinghülse, die ist auch durchgängig. Ja? Ihr könnt den hier oben ransetzen. Ihr könnt den aber auch so tief bis nach unten zum Boden ransetzen. Ja? Genau, da kommen aber jetzt noch Hülsen, die halt eben nochmal eine Anfertigungssache sind oder halt die angefertigt werden von Ram 24 Shop. Das heißt, die haben dann hier eine Einlage drin, dann könnt ihr dieses Geschoss nicht mehr bis nach unten stecken. Dann ist die Einlage hier, wo jetzt mein Finger ist, und dann könnt ihr die halt eben nur noch, ja, bis hierhin stecken oder halt ihr steckt sie halt hier, dass ihr sie noch seht halt, ne? Diese Dinger kommen auch noch, diese Hülsen, und diese Hülsen sind schon im Shop drinne, sind aber noch nicht verfügbar, ja? Also ihr müsst euch erstmal, wenn ihr den Revolver kauft, mit den 6 Ladehülsen auseinandersetzen und erstmal zufrieden sein. Genau. Hier haben wir noch ein größeres Bohrungsloch, ja? Und das ist schon echt schön gelöst, ja, sozusagen.
Genau. Ihr müsst aufpassen. Hajo hat noch geschrieben, was für den Revolver passt, wenn ihr den kauft und was auch nicht. Es passen in diesen Hülsen Gummigeschosse rein auf jeden Fall. Powder, so wie die hier. Und noch auch noch andere Geschosse. Da müsst ihr mal raufgucken. Und dann müsst ihr halt eben nochmal probieren, weil mir ist es schon mal passiert, von den Teilen, manche, die sind manchmal so, weichen die ein bisschen ab. Ganz geringe Abweichung und dann passen die halt hier nicht mehr rein. Dann könnt ihr die nicht mehr reindrücken. Aber das war jetzt bei mir zweimal der Fall von den 100 Kugeln oder Geschossen, die ich dazu gekauft habe. Ja. Aber das wird auch noch alles dann halt angepasst vom RAMShop 24. Da kommen ja halt, wie gesagt, diese Hülsen mit der Einlage und dann passt auch jede Sorte rein. Ja, dann gibt es halt keine Schwierigkeiten mehr, dass eine Kugel mal abweicht und die hier nicht reinpasst. Ja, aber das ist mir im Endeffekt scheißegal, weil, wie gesagt, von den 100 Schuss hatte ich zwei Abweichungen drin. Und das ist halt auch in Ordnung. Ja, genau. Die sind halt 6 Stück dazu. Auch, wie gesagt, selber angefertigt vom Originalhülsen, ja, vom scharfen Modell. Also das ist schon echt eine geile Sache. Und ich sage immer wieder, dieser Revolver, finde ich jetzt, ist meine Meinung dazu, ist der beste Revolver im Kaliber 43 Nanun, ja, den es auf dem Markt gibt. Von der Verarbeitung her und von der Originalität her, ja. Also da kommt nicht mal halt irgendwie der Den Wessen jetzt ran. Durch diesen totalen Umbau hier haben wir hier echt einen geilen Revolver und näher ans Original kommen wir nicht mehr ran, wenn wir halt jetzt den betrachten, ja. Also wenn ich jetzt mir den kaufe, so wie er hier jetzt liegt und ich mir das scharfe Modell hinlege. Klar gibt es zwei Abweichungen. Einmal die Sicherung, die es nicht in der scharfen Modellvariante gibt und einmal halt hier, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ja, aber sonst halt habt ihr hier echt ja, schon was echt Geiles in der Hand und kommt den scharfen Vorbild zu 98,8% ran. Ja. Und was ich hier noch geil finde ist, das ging halt auch beim 4,5 mm nicht so schnell, weil hier wurde auch die Trommel bearbeitet. Ihr könnt halt hier ein schön russisches Roulette noch spielen, ja, und das hört sich auch alles geil an. Ja, auch also dieses knarzige Geräusch, das ging beim normalen SAA nicht. Ja, hier jetzt ja. Und das ist echt geil. Also das klingt auch alles gut, ja. Das Klicken, ja. Also das kennt er ja auch schon. Also da geht mir mal eine ab bei sowas. Aber das Geräusch hier ist natürlich der Hammer, ja. Also das ist echt geil. Und das Schöne ist auch, wenn wir halt die Patronenhülsen auch laden, weil wir hier ja halt Metall auf Metall treffen, das hört sich auch noch schön halt an, ja. Und dann könnt ihr halt die Patronen halt so wieder auswerfen oder ihr habt hier auch hier wieder diese Patronenkralle und da könnt ihr die halt auch auswerfen mit der Patronenkralle, ja. Also genau. Noch ein bisschen vor der Kamera jetzt ein bisschen schwierig. So, das ist ausgeworfen, die Patrone. Müsst ihr hier mal ein bisschen festhalten. Und dann geht das auch easy to go, ja. Genau. Zack, die rutscht schon von ganz alleine raus. Genau, und habt ihr hier wieder. Genau, geht nicht raus. Also drücken wir ein bisschen nach. Dann können wir sie auch rausziehen. Genau. Zack. Ja, ging ein bisschen schwergängig das Teil. So, und dann habt ihr die alle raus. Ja, und das hört sich auch echt cool an, weil wie gesagt, Metall auf Metall trifft. Ja. Und ja, also das ist echt ein cooler Revolver. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie viel Joule der hat. Der hat 5 Joule. Ja, also 2 Joule mehr als die 4,5 mm Variante. Genau, 5 Joule.
Ist nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie der auch schießt. Ja? Ob der laut ist, ob der auch gut Power hat. Ja, aber wie gesagt, genau. Und dann kann man das hier auch wieder hier so festhalten. Kennt ihr ja. Und dann könnt ihr zack, das dann wieder halt laden. Und das hört sich auch echt cool an. Weil, wie gesagt, Metall auf Metall trifft. Zack, rein damit. Rein damit in die gute Trommel. Und das hört sich echt schon cool an. Na. Zack, dann sind alle drin. Dann könnt ihr zumachen. Und dann halt, wie gesagt, auch schießen sozusagen. Genau. Dann schauen wir jetzt mal noch, wie schwer der ist, der Revolver. Weil, wie gesagt, 865 Gramm war ja der originale, also 4,5 mm Revolver schwer. Ja. Und jetzt will ich einfach mal schauen, ob der vom Gewicht halt her genauso noch ist. Weil, wie gesagt, weil hier ein bisschen umgebaut worden ist. Der Lauf, wie gesagt, wurde komplett ein 43er Kaliberlauf eingebaut. Die Trommel wurde ein bisschen bearbeitet, halt, dass die auch durchpassen. Also, ne? Und halt viele Innenteile wurden verstärkt. So, dann gucken wir mal. Nee, also wie gesagt, ohne CO2-Kapsel wiegt da auch noch 864 Gramm, so wie der, wie das Original halt auch, hat sich nichts verändert. Ist aber nicht schlimm, wie gesagt, 864 Gramm das Teil. Gut, und weil ich jetzt so eine Lust noch habe, kommt jetzt noch ein Schusstest mit dem Teil, mit diesen 6 Schuss Powders, und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Also, bis gleich. So, meine Freunde, hier sind wir jetzt zum Schusstest. Ich habe schon geladen. Jetzt machen wir mal 6 Schuss auf dieses Metallblech. Heute mache ich mal halt nicht Bild in Bild Schusstest. Heute einfach nur richte mal die Kamera auf das Ziel. Und dann legen wir jetzt mal los. 6 Schuss mit den Colt SAA 43er Kaliber. Und dann schauen wir mal, wie halt, ob überhaupt was vorne ankommt. Und ja, und wie der Effekt von den Powders, von den neuen ist. Genau, dann fangen wir mal an. Und den, ja, sage ich nachher dann. Okay, gut, fangen wir jetzt mal an. Okay, alle rausgeschossen, klappt sehr gut mit dem Teil. Den Effekt konnte man, glaube ich, auch gut sehen. Ja. Und dann kommen wir jetzt nochmal zum Fazit und dann sehen wir uns dann demnächst wieder. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Laut ist er und trifft auch sehr gut und der Effekt, hoffe ich, war auch cool zu sehen. So, wir sind wir jetzt nochmal. Den Revolver hat alles sehr gut geklappt. Ja, das Puder riecht so ein bisschen nach Schminkpuder irgendwie so. Hat einen echt coolen Geruch, mag ich. Wie gesagt, der Revolver schießt auf jeden Fall, haut alles raus. Das war jetzt hier auf 5 Meter. Am 29.06. fahre ich zum Schießstand. Da werde ich dann halt Stahlkugeln probieren, Gummigeschosse und halt auch mal die Pudergeschosse und auch noch mal die alten Kreidegeschosse werde ich auch nochmal probieren und dann mal schauen, wie der da so abgeht. Also vom, also ist auch sehr schön laut, dieses Teil. Ja, finde ich nicht schlecht, den Revolver. Echt geiles Teil. Hat Hajo was schön Gutes hier gemacht. Ja,
Und dann sehen wir uns zum Schusstest, zum richtigen Schusstest, dann halt am 29.06. wieder. Ich bin raus. Schöne Grüße an Hajo. Bis dahin, Berlin ganz im Moor. Bye.